Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es um die Validierung von den Forms. Endlich mal, jetzt wo wir das Ganze sicher gekriegt haben, wenn ihr das letzte Video nicht gesehen habt, schaut es euch dringend an. Genau, jetzt wollen wir auch noch rausfinden, ob hier überhaupt was drinsteht, ob die E-Mail unseren Standards entspricht und so weiter und so fort. Gut, was wir dazu machen, ist einfach mal Folgendes. Wir fügen hier in unserer Form tatsächlich ein Error-Feld ein. Einfach hier unten würde ich sagen, direkt da, genau. So, hier sagen wir jetzt also, ich hätte gerne einen Error und zwar Fragezeichen PHP. Wir öffnen wieder ein neues Skript und wir geben hier einfach mal den Error aus. Ihr könnt es natürlich dann auch aufhübschen und irgendwelche IDs oder sowas verteilen, keine Ahnung. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Einfach mit Echo auch noch ausgeben, was ihr dann hier in HTML haben wollt. Im Prinzip ganz normalen HTML-Code über PHP ausgeben, alles kein Problem. Okay. So, und jetzt sagen wir hier, ich hätte ganz gerne einfach meine Variable Error ausgegeben. Dollar Error. So, jetzt gibt es diese Variable Dollar Error noch nicht, aber die wird es bald geben. Wichtig ist, dass ihr euer Script oben drüber kopiert, sonst gibt es einen Fehler, weil die Variable existiert erst hier. Erstmal müssen wir sie aber erstellen und das tun wir hier oben in dem Script. Okay, so, das heißt, hier gucken wir jetzt nach unserem Error. Hier sagen wir dann also, if... Und jetzt gibt es eine neue schöne Funktion für Strings. Ich weiß nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Die ist einfach dazu da, um zu prüfen, ob der String leer ist. Die nennt sich empty, wenn der String leer ist. Und zwar $post von dem Namen. Ja, jetzt wissen wir ja bekanntlich, dass das Ganze hier ein bisschen gestrippt und geslashed werden muss. Im Prinzip macht es aber in dem oberen Fall keinen großen Unterschied, weil wir ja, ja, wir wollen Hacker sowieso nicht auf unserer Seite haben. Das heißt, wenn da die Webseite kaputt geht, ist es nicht so schlimm. Aber egal, wir machen es jetzt mal richtig und deswegen sagen wir hier, wir strippen erstmal und slashen und ja, HTML Special Chars und so weiter und so fort. Wir holen uns den Namen und prüfen, ob der in Ordnung ist. Die Klammern hier hinten, diese 1, 2, 3, 4, 5 Klammern, könnt ihr ignorieren. Genau, wenn dieser Name leer ist, naja gut, was machen wir dann? Dann kriegen wir einen Error. Und deswegen sagen wir hier, erstmal hier oben, damit wir die Variable überhaupt haben, sonst gibt es ja einen Fehler, sagen wir, der Error, es gibt einen Error und der ist erstmal nicht anzeigbar, weil er einfach, ja, es sollte ja standardmäßig keinen Error geben. Okay, und jetzt sagen wir hier, gut, wir prüfen, falls diese Variable Name leer ist, was sie ja in dieser if offensichtlich ist, sonst wären wir nicht hier, dann ist der Error, $error gleich... Name oder der Name ist nicht optional. Fick dich. So, genau. Und ansonsten ist alles gut gelaufen und wir können hier einfach über ein else das Ganze ausgeben. Mach mal nur. Okay. So, und jetzt haben wir hier quasi alles, was wir brauchen. Wir haben eben den Namen nicht optional. Und wenn alles gut läuft, dann ist der Error hier eben nicht vorhanden, sprich ein leerer String und alles ist schön und gut. Aber falls der Error nicht leer ist, wird er ausgegeben und der Name ist nicht optional, wird dann eben ausgegeben. Selbiges könnt ihr jetzt noch mit der E-Mail machen, allerdings müsst ihr da ein bisschen genauer machen. Genau, das machen wir jetzt hier, einfach mal ein else if noch rein. Upsala. Else if. So, und jetzt prüfen wir hier, ob unsere E-Mail einige Sachen für uns bereithält. Gut, deswegen brauchen wir hier erstmal, ja gut, falls die E-Mail leer ist, das spare ich mir jetzt, das wisst ihr ja mittlerweile, wie es funktioniert. Das wäre einfach noch eine weitere if-Abfrage, aber ich sage jetzt hier einfach mal, not. Und jetzt gibt es eine neue Funktion für euch, nämlich eine interne PHP-Funktion, die genau für solche Sachen, ob es eben eine vernünftige E-Mail ist, ja, ob das Ganze funktioniert. Also Filter... Bodenstrich var. Und jetzt habt ihr hier ein paar Sachen. Eine Variable erstmal. Da muss eure E-Mail rein. Das heißt, wir schreiben hier einfach mal $post und die E-Mail. E-Mail. So. Dann der Filter. Naja, der Filter, der soll... Options brauchen wir keine. Ups. Aber der Filter, der ist interessant. Und zwar Filter Bodenstrich validate Bodenstrich E-Mail. Ohne irgendwelche besonderen Sachen oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt schreiben wir hier noch den Error rein. Und der bekommt ungültige
E-Mail. So. So, und jetzt geht's erstmal an die Fehlerbeseitigung, weil ich gerade gemerkt habe, dass ich hier oben Semikolon gemacht habe, habe ich hundertprozentig noch weitere Fehler gemacht. Zum einen diese Error-Variable, die muss natürlich hierher, die darf nicht nur innerhalb meiner If-Schleife oder If-Abfrage gelten, sondern die muss natürlich überall gelten, damit ich sie hier unten ausgeben kann. Hier muss natürlich auch ein Echo hin. Und jetzt sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Ich hoffe, ich habe alles gefunden. Was wir jetzt machen, erstmal neu laden. Und jetzt schauen wir uns die drei Sachen mal an. Also, die E-Mail darf nicht leer sein, der Name darf nicht leer sein. Gut, probieren wir es doch mal aus. Der Name ist nicht optional. Okay. Gut. Name Frank. Daten absenden. Ungültige E-Mail. Das ist doch schön. Frank. Und jetzt sagen wir hier n@stein.de. Okay. Und jetzt haben wir hier Hallo Frank, der sehnlichst erwünschte Newsletter wird gesendet an nstein.de. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus, wenn wir eine ungültige E-Mail angeben, dann sieht es nämlich so aus. Und dann sehen wir hier wieder ungültige E-Mail. Das ist wunderbar. Und falls ihr jetzt noch weitere Sachen überprüfen wollt, zum Beispiel ob es eine Fake-E-Mail-Adresse ist oder sowas, dann könnt ihr das auch über dieses $-post-E-Mail machen. Und dann zum Beispiel prüfen, ob an, keine Ahnung, ob irgendwo speziell genau diese Namen vorkommen in eurer variablen E-Mail hier. Wunderbar. So funktioniert das Ganze, so könnt ihr Forms validieren. Ist ziemlich aufwendig, wenn ihr das alles machen wollt, aber ja. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.